willkommen bei Ländle TV, der Tag am 11.11.2015. Heute mit diesen Themen. Wieder freie Fahrt durch den Arlbergtunnel ab 15. November 2015. Heute wurde der Fasching eingeläutet. Aus diesem Grund gibt es einen Ausschnitt aus der aktuellen Folge zu Gast bei mit der närrischen Margret Bitschnau. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie Wetterinformationen. Pünktlich und wie angekündigt endet am 14. November die erste Vollsperre des Arlbergtunnels auf der S16 Arlberg-Schnellstraße. Die ASFINAG lud heute zu einer Pressekonferenz. Seit dem 21. April war der Arlberg-Straßentunnel für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit wurden 75 Millionen Euro der Gesamtinvestitionen von 160 Millionen Euro bereits umgesetzt. Im Dreischichtbetrieb wurde rund um die Uhr gearbeitet. Bis zu 600 Mitarbeiter waren dabei gleichzeitig im Tunnel mit unterschiedlichsten Arbeiten beschäftigt. Die ausführlich geplante Umfahrung während der Vollsperre hat dabei tadellos funktioniert. Ja, wir bedanken uns sehr für eine gute Zusammenarbeit, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Umsetzung dieser vorbereitenden Maßnahmen. Es hat mit den Behörden der Länder Tirol und Vorarlberg, mit den Bezirkshauptmannschaften, auch mit der Polizei sehr gut funktioniert. Es waren auch die Gemeinden eingebunden. Wir haben ja sehr viel vorbereitet, gemeinsam abgewickelt und daher hat es auch sehr gut funktioniert. Neben den zahlreichen Notausgängen wurde in den vergangenen Monaten die Sicherheitstechnik auf den neuesten Stand gebracht. Wir stehen hier gerade am Ostportal beim neu errichteten Thermoscanner. Der Thermoscanner wird jetzt in Betrieb gehen. Das heißt, für die jetzige Verkehrsphase haben wir eine wesentliche Sicherheitseinrichtung bereits aktiv. Eine zweite Sicherheitseinrichtung ist die sogenannte Bodenmarkierung, die Rumble Stripes. Hier haben wir auch eine Spezialmarkierung aufgebracht, die für den Gegenverkehr sehr gute Werte liefert. Der Autofahrer wird wachgerüttelt und bekommt auch akustisch mit, dass er den Fahrstreifen verlässt. Das sind alles Maßnahmen, die Verkehrssicherheit erhöhen. Während untertags ab dem 15. November der Tunnel frei für beide Richtungen befahrbar ist, werden zu den Nachtzeiten zwischen 20 und 5 Uhr in der Früh wieder wechselseitige Portalanhaltungen stattfinden. Auf beiden Seiten wurde für die in Richtung Arlberg fahrenden Autos ein Countdown eingerichtet. Autofahrer sehen nun bereits frühzeitig, wie lange sie für eine Durchfahrt warten müssen. Ab dem 14. November heißt es also wieder freie Fahrt durch den Arlbergtunnel. Weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Am Freitag, den 13. November 2015, findet in Götzis die Premiere eines Vorarlberger Fortbildungstags für onkologische Pflegepersonen statt. Gesundheitslandesrat Christian Bernhardt begrüßt diese Initiative. Es gehe dabei um den Umgang mit krebskranken Patientinnen und Patienten, welche außerordentliche Anforderungen an das betreuende Personal stellt. Und aufgrund starken Nebels kam es am Mittwochmorgen im dichten Morgenverkehr auf der A14 zu einem Auffahrunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen. Durch ein Bremsmanöver des ersten Fahrzeugs konnten die darauffolgenden nicht mehr rechtzeitig ausweichen und so kam es zum Unfall. Dabei musste nicht nur die A14 Richtung Tirol für etwa eine halbe Stunde total gesperrt werden, auch die Auffahrt Dornbirn Nord war davon betroffen. Verletzt wurde niemand, es entstand erheblicher Sachschaden an einzelnen Fahrzeugen. Um 11.11 Uhr am 11.11. wurde der Fasching wieder eingeläutet. Die Narren sind also wieder los. Ich war zu Gast bei einer richtigen Närrin und einem VVF-Ehrenmitglied, und zwar bei Margret Bitschnau in Lustenau. Einen kleinen Ausschnitt aus der Serie zu Gast bei gibt es jetzt. Ja. Mit dem 11.11. hat die 5. Jahreszeit, also die närrische Zeit, wieder begonnen. Die Zeit von der Margret. Ja, das war meine Zeit. Jetzt tut es mir nicht mehr so weh wie früher. Weh hat es mir natürlich nicht da. Es ist halt ganz lustig gewesen und frei. Aber jetzt kann ich nur noch, wenn ich will und nicht mehr, wenn ich muss. Es war auch nicht am Müssen gewesen, aber dort habe ich halt ja,
wirklich eine Verpflichtung gehabt. Und man hat es gern da. Mhm. Du weißt, ich glaube, es war 1978. Hast du die Lust, denn auch die Garde gegründet? Ja, die Garde, der ist ja zürich. 24 Mädchen haben wir gehabt, ohne schöner als die anderen. Und lauter so frei, so fesche Mädchen. Und dann haben wir halt probiert und tanzt und haben Rinzigühnerbell gehabt. Also, es ist eine wunderschöne Zeit. Ich möchte sie nicht missen. Aber wahrscheinlich auch anstrengend, oder? Mit 24 Mädchen. Ja, anstrengend ist es gewesen. Es ist, man hat da mal ein bisschen bügeln müssen. Ja, natürlich auf jeden Umzug und auf Bälle überall. Sie sind dann ganz gut gewesen, natürlich. Ja, und dann hat man so eingeladen auf alle Nobelbälle in ganz Vorarlberg. Und dann natürlich hast du überall mit dabei sein und auf jedem Umzug und über, ja, man hat es einfach gekriegt. Mhm. Ja. Die Rinzigühner Garde, die war ja weit über die Grenzen bekannt. Die ist wirklich also Land auf, Land ab von der Auftritte Ja. War das nicht eine enorme Aufgabe mit den jungen Mädchen? Sie müssen immer schauen, wie kann sie holen, was da ist. Mädchen müssen ein bisschen zuschauen. Aber du, ich habe dann gesagt, wir machen die Auftritte und dann haben wir das Garde-Häs an und dann sind natürlich die Mädchen hin, Sender und überall weiter. Also im Garde-Häs tun sie nur auf dem Ball sein, danach liegen die Röhr-Häs an, weil wenn der Omas Onkel landet, dann ist das die und nicht das Garde-Mädchen verloschen. Und dann habe ich gesagt, Buben, lass dann die Mädchen in Ruhe, gell? Die Garde-Mädchen tut mir dann nichts. Und dann habe ich gesagt, und wenn ich selber einen Einsatz müsste, hat es natürlich geklappt. Zu Gast bei mit der Närrin Margrit Bitschnau sehen Sie ab heute Abend um 20 Uhr hier bei Ländle TV. Außerdem finden Sie das Video auch online auf www.voll.at/ländle-tv. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Neuzugang beim Alpler HC Harz, der Handball-Serienmeister verpflichtet den slowakischen Teamkreisläufer Peter Dudas. Der 31-Jährige kommt vom Tabellendritten HC Sparta Hlohovec und dürfte bereits am Samstag im Heimspiel gegen Schwarz erstmals für die Roten Teufel zum Einsatz kommen. Soweit zum Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Am Samstag, den 15. November, heißt es wieder freie Fahrt durch den Arlbergtunnel. Die erste fast 7 Monate lange Vollsperre ist ohne Komplikationen über die Bühne gegangen. 2017 steht eine weitere Vollsperre an. In die Sanierungsmaßnahmen im Tunnel investiert die ASFINAG insgesamt rund 160 Millionen Euro. Die Gesundheitsüberprüfungen von Asylwerbern nehmen konkrete Formen an. Zumindest große Quartiere müssen Bericht erstatten. Und am 11. November um 11.11 Uhr beginnt der Fasching. Ob Hohenems oder Bregenz, die neuen Prinzen Paare nehmen ihre Arbeit auf. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Vom 21. Oktober bis zum 28. Februar präsentiert die Inatura die Sonderausstellung Kristallmagie – Verborgener Zauber dunkler Turmaline. Darüber hinaus gibt die Ausstellung einen Einblick in das Wesen der Kristalle ganz allgemein. Intensive Farben und wundervolle Feinstrukturen, soweit das Auge reicht. Hinter dieser überraschenden Farbbrillanz steckt eine geheimnisvolle vulkanische Vergangenheit. Schon seit Jahrhunderten begeistern die bunten Kristalle, lassen auch sie sich verzaubern. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 7 und 15 Grad. Der Wind weht mit 12 km/h. Das Wetter bleibt morgen Donnerstag wie gehabt. Flacher Nebel oder Hochnebel mit Obergrenzen um 500 Meter hängt zunächst über dem Bodenseeraum sowie über Teilen des vorderen Rheintales. Die Auflösungschancen sind bis Mittag aber recht gut. Ansonsten bietet das Wetter wieder viel Sonne und ab Mittelgebirgslagen milde Verhältnisse. Ein paar Schleierwolken, die nachmittags durchziehen, stören den sonnigen Wettercharakter nicht. Temperaturen sind von 15 bis 22 Grad zu erwarten. Auch der
Der Freitag bleibt abseits der flachen Nebelzonen am Bodensee und im Rheintal noch überwiegend sonnig, trocken und mild. In der Nacht auf Samstag zieht mit starker Nordwestströmung eine sehr schwache Kaltfront durch. Es bleibt stark bewölkt. In der Früh und am Vormittag sind noch ein paar Schauer dabei. Nachmittags sollte es auflockern. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 11 Grad. Am Sonntag ist es bewölkt bei 9 bis 12 Grad.